Ja, herzlich willkommen von meiner Seite aus an die Teilnehmerrunde. Vielen Dank, Markus, für die Vorstellung. Ganz kurz nochmal zu meiner Person. Ich bin Jens Japes. Wie der Markus Notas schon gesagt hat, bin ich bei der TTS im Produktmanagement beschäftigt und begleite Sie heute durch das Webinar mit dem wundervollen Titel Produktive Mitarbeiter dank effizientem Informationstransfer. Ein Systemüberblick. Passend zu diesem wundervollen Titel lautet mein heutiger Lernspruch: Um IT-Anwender produktiver zu machen, müssen Informationen am Arbeitsplatz bereitgestellt werden. Das sind alles sehr, sehr lange Sätze. Was erwartet Sie in den nächsten 30 Minuten konkret? Nun, ich möchte im heutigen Webinar einen Eindruck davon vermitteln, wie wir im Produktbereich bei der TTS das Thema Performance Support interpretieren. Darüber hinaus möchte ich einen Eindruck davon vermitteln, wie die Themen Learning Content Management, Learning Management und Performance Support miteinander zusammenspielen und was die Themen und unterschiedlichen Systeme jeweils bedeuten. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, lassen Sie mich kurz mit Ihnen einen Blick auf die Agenda werfen. Im ersten Zug möchte ich Ihnen einen Überblick darüber vermitteln, welche IT-Systeme es im Lernumfeld denn so gibt. Sie können dann selber bewerten, welche davon Sie kennen, beziehungsweise wo Sie gegebenenfalls noch weiteren Informationsbedarf haben. Ich möchte dann anhand von einem Beispiel Ihnen vermitteln, wie die Nutzung eines sogenannten Performance Support Systems in der Praxis aussehen kann. Ich möchte dann an einem weiteren Beispiel zeigen, wie das Lernen im Moment of Need, was ja ein Trendthema auch der Webinarwoche ist, an einem konkreten Praxisbeispiel aussehen kann, wie Mitarbeiter im Moment of Need lernen können mit IT-Systemen. Dann möchte ich gerne eine Umfrage mit Ihnen machen zum Thema Performance Support System und möchte zu guter Letzt die Ausführungen zusammenfassen und Ihnen einfach nochmal etwas schematischer darstellen und funktional orientierter darstellen, welche Anforderungen an ein Performance Support System aus unserer Sicht erfüllt sein müssen. Lassen Sie mich beginnen, und zwar mit dem schon angekündigten Überblick, welche Systeme gibt es im HR-nahen IT-Umfeld, im Lernumfeld. Beginnen wir mit dem Thema Learning Management Systeme. Ist ein Thema, was viele von Ihnen sicherlich ganz gut kennen, einige aber gegebenenfalls noch nicht kennen. Was ist ein Learning Management System? Was machen Sie mit einem Learning Management System? In einem LMS, wie es häufig auch abgekürzt wird, stellen Sie Lernunterlagen bereit, Ihren Anwendern Lernunterlagen bereit, und zwar in einem formellen Lernarrangement. Wenn Sie beispielsweise eine Bildungsmaßnahme haben, wie die Vermittlung eines Compliance-Trainings, wo am Ende dann auch nachgewiesen sein muss, dass jeder Lerner dieses erfolgreich bestanden hat, dann wickeln Sie dieses Szenario beispielsweise über ein Learning-Management-System ab. Das heißt, Sie schaffen einen formellen Lernraum, ja, eine Veranstaltung, buchen Teilnehmer drauf und buchen aber auch dort Inhalte rein, die die Lerner dann letztendlich abarbeiten, und über das System können Sie einfach abfragen, beispielsweise welcher Lerner hat denn den Inhalt jetzt gelernt, welcher hat gegebenenfalls das noch nicht fristgerecht gelernt. Ein weiteres System, was Sie gegebenenfalls kennen und auch schon einsetzen, ist ein sogenanntes Learning Content Management System. Was machen Sie mit einem solchen System? Sie produzieren mit einem solchen System schlicht und ergreifend die Inhalte, die Sie beispielsweise in einem eben genannten Learning Management System bereitstellen. Sie produzieren mit einem Learning Content Management System beispielsweise hochwertige Produkttrainingsunterlagen. Sie bringen ein neues Produkt an den Markt, eine neue Dialysemaschine, ein neues Kleidungsstück, und möchten Ihre Vertriebsmitarbeiter zu diesen Themen aufschlauen, dann produzieren Sie die Inhalte mit einem Learning Content Management System. Sie möchten in einem IT-Rollout beispielsweise Software-Dokumentationen machen. Sie möchten Software-Simulationen, also Trainingsmaterialien rund um Software-Einführung produzieren. Dann machen Sie das mit einem Learning Content Management System. Das System hilft Ihnen, die Produktion zu erleichtern und hilft Ihnen, im Team zusammenzuarbeiten und am Ende Inhalte zu erzeugen, die Sie in ein Learning Management System einstellen können. So eine dritte Systemgattung ist beispielsweise die Gattung des
Performance Support Systems. Was machen Sie mit einem Performance Support System? Wofür setzen Sie das ein? Wenn Sie das Ziel haben, Ihre Mitarbeiter im sogenannten Moment of Need effizient mit Informationen zu versorgen, wirklich genau dann Informationen bereitzustellen, wenn der Mitarbeiter diese braucht, dann benutzen Sie beispielsweise ein Performance Support System. Dann benutzen Sie nicht eine LMS. Wenn Sie ganz konkrete handlungsunterstützende Inhalte erstellen möchten, dann können Sie diese mit einem Performance Support System erstellen und aber auch an die Anwender ausliefern. Das ist ganz grob die Aufgabe, die ein Performance Support System erfüllen soll. Sie sehen hier in dieser Zeichnung, dass es zwischen den Systemen auch Schnittmengen gibt. Und insbesondere ist es auch das, was uns bei der TTS im Produktbereich umtreibt, nämlich wirklich an die Schnittstellen dieser Systeme zu gucken und für einen nahtlosen Übergang der Inhalte von dem einen in das andere System zu sorgen, weil nur so glauben wir, dass Sie Informationstransfer wirklich effizient machen können. Lassen Sie mich nun anhand von zwei Beispielen den Einsatz eines Performance Support Systems Ihnen vorführen. Versetzen Sie sich nun in die Lage eines Versandmitarbeiters, der ganz kurzfristig einen Lagerbestand eines Materials abfragen muss. Dieser Mitarbeiter hat einen Need, hat einen Bedarf. Und zwar braucht er ganz konkret eine Handlungsunterstützung. Denn seine Herausforderung ist die, dass er Zeitdruck hat, weil ein Kunde auf seinen Rückruf wartet. Jetzt hat er weitere Herausforderungen, nämlich die Schulung, wo er das mal gelernt hat, wie er diesen Bestand abrufen kann, die ist schon lange her. Und er weiß lediglich noch, dass er im SAP-System in einer speziellen Transaktion diesen Lagerbestand abfragen kann. Seine Kollegen haben natürlich keine Ahnung oder sind wie immer im Urlaub, sind also für ihn nicht zu erreichen. Oder aber er traut sich gar nicht, die Kollegen zu fragen, weil er vielleicht sogar neu im Unternehmen ist und sich da noch nicht so richtig eingelebt hat. Der First-Level-Support, der weiß das auch nicht, hat schon abgewunken, sprich der Mitarbeiter ist da auch ein Stück weit auf sich alleine gestellt. Und wie kann der Mitarbeiter jetzt mit diesem Problem umgehen? Der kann jetzt Gebrauch machen von einem sogenannten Performance-Support-System und das möchte ich kurz vorführen. Der Mitarbeiter befindet sich in seinem SAP-System, in dem er diese Arbeitsaufgabe umsetzen muss. Und er kann sich jetzt Hilfe holen, indem er auf einen Performance-Support-Button klickt. Sie sehen hier unten die Orange am rechten Bildschirmrand. Dort klicke ich jetzt drauf und starte sozusagen ein Performance-Support-System. Und dieses System präsentiert mir jetzt Informationen, beispielsweise handlungsunterstützende Guides oder Feldhilfeinformationen oder aber Dokumente, Prozessbeschreibungen, Lernunterlagen. Mein Need als Mitarbeiter in der Versandabteilung ist jetzt aber ganz konkret eine Handlungsunterstützung zu erhalten. Ich möchte nämlich beispielsweise mit der Transaktion MMWE einen Materialbestand anzeigen lassen. Das heißt, ich sehe, dieser Guide hier ist für mich relevant, den starte ich und jetzt passiert Folgendes. Der Guide führt mich anhand von Audio oder von visuellen Elementen durch die Live-Anwendung. Der Guide gibt mir jetzt hier eine Anweisung, ich soll nämlich einen Transaktionscode eingeben. Ich weiß, das ist MMWE und gibt mir hinterher eine Anweisung, auf den entsprechenden Weiter-Button zu klicken. Gibt mir jetzt hier eine Anweisung, auf diesen Button zu klicken, um dann eine Materialbezeichnung hier einzufüllen, nämlich das Material, zu dem ich den Lagerbestand abrufen möchte. In diesem Fall möchte ich wissen, wie viele Scheinwerfer in einem Werkslager in Hamburg verfügbar sind. Sie sehen, der Guide macht das relativ einfach, jetzt beispielsweise auch ein spezielles Material auszuwählen und mich hier durch diese Dialoge zu wühlen. Jetzt soll ich hier nach einem Werk suchen, in dem das Material lagert. Und ich möchte halt eben wissen, wie viel Material in Hamburg lagert. Okay, die Werksbezeichnung von Hamburg kenne ich, wähle ich aus der Liste aus und starte jetzt hier die Abfrage. Der Guide
als handlungsunterstützendes Medium ist jetzt abgeschlossen und Sie sehen, dass ich jetzt hier in der SAP-Maske dann tatsächlich den Bestand des Materials sehe. Jetzt kann ich meinen Kunden anrufen und ihm zusichern, dass er die 2000 Scheinwerfer relativ kurzfristig aus dem Lager in Hamburg erhalten kann. So, das war Beispiel 1. Wie gesagt, in diesem Beispiel habe ich Ihnen gezeigt, wie ein Versandmitarbeiter Nutzung machen kann von einem Performance-Support-System, aber wirklich mit dem Fokus einer konkreten Handlungsunterstützung. So, jetzt möchte ich Ihnen ein weiteres Beispiel vorführen. Und zwar versetzen Sie sich jetzt bitte in die Lage eines Angestellten, der sich kontinuierlich weiterbilden möchte, und zwar in Microsoft Office weiterbilden möchte. Dieser Angestellte hat jetzt im Vergleich zu dem Versandmitarbeiter von eben einen anders gelagerten Bedarf. Der braucht nämlich nicht eine konkrete Handlungsunterstützung, sondern hier ist eine konkrete Lernsituation gefragt, eine Lernunterstützung gefordert. Die Herausforderung des Angestellten ist die, dass in seinem Unternehmen vor kurzem Windows 8 und Office 2013 eingeführt wurde. Es wurden da auch Präsenzschulungen angeboten, an denen konnte der Mitarbeiter aber nicht teilnehmen, weil er halbtags arbeitet und die Präsenzschulungen ganztags angeboten wurden. Also schied er für die Teilnahme an diesen Schulungen aus. Er hat zwar auch einen separaten Kurs beantragt, das Budget wurde aber nicht genehmigt, weil einfach in dem Unternehmen ein Sparprogramm aufgelegt wurde. Und außerdem, naja, der Mitarbeiter, so die Meinung seines Chefs, kannte sich mit Office 2007 ja ganz gut aus und der ist der Meinung, da wird der Umstieg auf Office 2013 schon ganz gut klappen. So, wie kann der Mitarbeiter sich aber jetzt selber helfen? Wie kann der Mitarbeiter jetzt ein Performance-Support-System nutzen, um seinen Lernbedarf ganz konkret doch zu befriedigen? Lassen Sie mich das kurz vorführen. Stellen wir uns vor, wir möchten uns in Microsoft Word einarbeiten und jetzt starten wir dieses Programm, einfach weil es uns den Kontext vorgibt oder weil es dem Performance Support System eine wichtige Information gibt. Nämlich signalisiert, der Lerner möchte jetzt in Word einen Support erhalten. Jetzt klickt der Lerner wieder auf diese Orange am rechten unteren Bildschirmrand und jetzt werden hier verschiedene Inhalte präsentiert zum Thema Microsoft Word. Also einerseits handlungsunterstützende Guides wieder, weiterführende Dokumente, eine thematische FAQ-Sammlung zum Thema Word 2013 und hier unten aber beispielsweise auch einen Kurs, und zwar Windows 8 und Office 2013 für Umsteiger. Ich sehe, okay, da gibt es einen Kurs. Ich habe ja einen Weiterbildungsbedarf, das heißt, es macht für mich wirklich Sinn, es ist relevant für mich, in einen Kurs zu gehen. Den rufe ich jetzt auf, ich lande auf einer Kursportalseite und sehe, dass der Kurs in verschiedene Abschnitte gegliedert ist, von denen ich sogar Teile schon gelernt habe, was ich hier erkennen kann an dem Fortschrittbalken. Und ich möchte jetzt hier an dem Thema Überblick weiterarbeiten und öffne jetzt diese Lernunterlage und setze das E-Learning, was jetzt hier transportiert wird über das Performance Support System, an der Stelle fort, wo ich das zum letzten Mal verlassen habe. So, und jetzt sehen Sie, dass in einem Browserfenster ein Web-based Training aufgeht. Sie hören oder haben vielleicht gehört, dass da auch eine Audiospur abgelaufen ist, aber Sie sehen jetzt hier schlussendlich eine interaktive Lerneinheit, ein Web-based Training, welches ja audiovisuell mich in dieses Thema einführt. Hier könnte natürlich auch jedes andere Web-based Training zu jedem anderen Thema bereitgestellt werden. Beispielsweise auch Unterlagen zu neuen Produkten, also zu neuen Kleidungsstücken oder Produkten, die Sie in Ihrer Firma produzieren. So, ich schließe das WBT wieder. Der Lernfortschritt wird hier gespeichert und ich kann jetzt wieder zurück quasi in meinen Berufsalltag gehen und meine Arbeit weitermachen. So, das war das zweite Beispiel, welches Ihnen veranschaulicht hat, dass auch ein ganz konkreter Lernbedarf über ein Performance-Support-System abgedeckt werden kann. Vielen Dank, Jens. Da würde ich gerne noch mal kurz einhaken. Und zwar könntest du gerade noch mal auf die Orange gehen, bitte. Wenn du da noch mal vielleicht noch mal kurz was zu
nochmal etwas ins Detail gehen könntest. Ist es jetzt hier, du hast am Anfang vorgestellt, die drei Kreise, die ineinander greifen. Ja. Das heißt, ist es hier, als wäre das hier jetzt das Ergebnis, beispielsweise Dokumente, würde ich mal vorstellen, das sind ja Dokumentationen, die mit diesem Learning Content Management System gemacht wurden. Kurse sind E-Learnings, die auch mit diesem System gemacht wurden. Und du hast ja auch gezeigt, dass die Fortschritte dieser E-Learnings auch angezeigt werden. Wäre das dann beispielsweise, dass diese dann auch zurückgeschrieben werden in das Learning Management System, also dass jetzt hier die ganze Integration auch gezeigt wird? Ja, genau. Also wir haben jetzt in diesem unscheinbaren Quick Access Fenster eigentlich schon eine Integration, die da sichtbar und transparent wird. Also lassen Sie mich ganz kurz erklären, welche Inhalte in diesem Quick Access Fenster quasi zu welchem System einen Bezug haben. Sie sehen hier oben die sogenannten Guides. Das sind jetzt handlungsunterstützende Inhalte, also diese interaktiven Führungen durch IT-Anwendungen beispielsweise, die wurden produziert mit einem sogenannten Performance-Support-System. Und diese werden jetzt an der Stelle auch verteilt über ein Performance-Support-System. Ja? Der Quick Access ist ein Teil beispielsweise des Performance-Support-Systems Guide, also der bietet die Möglichkeit, eben Inhalte zu produzieren, aber dann eben beschränkt auf diese Guides beispielsweise, also mit einem konkret handlungsunterstützenden Fokus, bietet aber auch die Möglichkeit, die Inhalte eben kontextspezifisch auszuliefern. Die Inhalte, die Sie hier im Bereich Dokumente finden, ja, oder aber im Bereich Kurse finden, die sind jetzt produziert worden mit einem Learning Content Management System. Das sind jetzt wirklich Web-based Trainings, HTML-Inhalte, die einen ganz formellen Charakter haben, die quasi eine sequentielle Abfolge haben, aber eben wirklich ein separates Dokument darstellen mit dem Fokus auf Aus- und Weiterbildung. So, jetzt ist es natürlich so, Sie sehen hier auch eine Überschneidung zwischen dem Thema Learning Content Management System und dem Thema Learning Management System. Jetzt ist es so, dass die Inhalte, die Sie über das Performance Support System, also über das Quick Access Fenster aufrufen, aber physisch eigentlich abgelegt sind in einem Learning Content Management System und aber auch kommunizieren mit einem Learning Management System, nämlich beispielsweise den Lernfortschritt, den der Lerner in dem Web-based Training erreicht, zurückschreiben an das Learning Management System, sodass der Vorgesetzte des Lerners auch überprüfen kann, hat denn der wirklich seine regelmäßige Einarbeitung in das Thema Compliance absolviert. Aufgerufen hat der Lerner dieses Compliance-WBT aber über den Quick Access, weil er halt gerade Zeit hatte und wirklich ganz spontan einen Zugriff auf diese Inhalte brauchte. Ja, vielen Dank, Markus, für die Frage. Zurück zum Ablauf des Webinars. Nach diesem zweiten Beispiel möchte ich gerne mit Ihnen jetzt eine Umfrage durchführen und ich würde gerne erfahren, wie Sie selber zu dem Thema Performance Support stehen. Der Markus Notheis wird Ihnen jetzt noch die Details zu dieser Umfrage vermitteln. Genau, Sie sollten jetzt auf Ihrem Bildschirm, den blauen Bildschirm sehen mit der Frage, wie stehen Sie zum Thema Performance Support, also mit der Unterstützung für die Mitarbeiter direkt am Arbeitsplatz für einen effizienten Informationstransfer. Ich bitte Sie einfach kurz zu antworten. Die Antwortmöglichkeiten sind zum einen, wir sind vom Mehrwert überzeugt und praktizieren diese Form in irgendeiner Form schon etwas. Die zweite Antwort ist sinnvoll, wir implementieren ein solches System gerade. Ist aus Ihrer Sicht sinnvoll, ich würde gern mehr darüber erfahren. Das heißt, Sie haben so etwas noch nicht im Einsatz. Oder Punkt 4, ich erkenne den Mehrwert aktuell noch nicht wirklich. Beziehungsweise die letzte Antwort, ich kann mit dem Begriff Performance Support überhaupt nichts anfangen. Wäre nett, wenn Sie einfach kurz hier Ihre Stimme abgeben zum Thema, wie stehen Sie zum Thema Performance Support, das heißt die effiziente Unterstützung des Informationstransfers der Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Okay, ich sehe, es haben schon einige abgestimmt. Vielen Dank. Wäre nett, wenn noch die restlichen auch noch kurz etwas oder ihre Stimme abgeben. Ich warte noch 1-2 Sekunden und würde dann auch gleich die Ergebnisse präsentieren für uns, für Sie. Und wir würden dann auch etwas gleich mal zu diesen Antworten sagen. Okay,
Die Großteil hat schon abgestimmt. Ich bedanke mich bei allen, die teilgenommen haben. Ich würde jetzt auch gleich die Antworten präsentieren. Sie sollten jetzt hier auch die Antworten sehen. Die Frage war, wie stehen Sie zum Thema Performance Support? Überraschend, 70% ist aus Ihrer Sicht sinnvoll, würde gern mehr darüber erfahren. Danach folgen nur mit 20%. Wir sind vom Mehrwert überzeugt und praktizieren diese Form schon, die ja relativ neu auch ist. Und dann abgeschlagen mit jeweils 4% ist sinnvoll, wir implementieren ein solches System, beziehungsweise ich erkenne nicht den Mehrwert und habe mit dem Begriff nichts angefangen. Also ich denke mal, man kann ja zusammenfassend sagen, dass der Großteil sagt, okay, ist wirklich sinnvoll, dass man den Mitarbeitern alle Informationen am Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, über eine Orange, wie auch immer. Dass Sie aber in Ihren Unternehmen aktuell noch nicht so ein System implementiert haben. Aber es interessant finden. Jens, kannst du noch was zu diesen Ergebnissen sagen? Ja, vielen Dank. Erstmal für die Beteiligung an der Umfrage. Daraus geht ja hervor, dass es wirklich ein sehr, sehr großes Interesse an diesem Thema gibt. Das deckt sich auch mit der Meinung, die wir halt im Produktbereich der TTS haben. Also wir erkennen halt über die letzten Jahre hinweg, dass das ganze Thema Moment of Need Learning und Performance Support ein Trendthema ist. Das bestärkt uns jetzt natürlich in der Annahme, dass Sie uns bestätigen, dass dies tatsächlich so ist. Es gibt einige wenige Vorreiter, die ein solches System schon einsetzen. Das hätte ich jetzt so auch erwartet. In jedem Fall bestärkt mich jetzt das tatsächlich in dem, wie gesagt, wie wir das in dem Produktbereich auch empfinden, das Thema. Also es ist wirklich ein wichtiges Thema. Es ist aber auch ein Thema, was zukünftig immer wichtiger wird und zukünftig ausgebaut werden wird. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich Ihnen sage, dass uns im Produktbereich das Thema natürlich zukünftig auch stärker umtreiben wird. So, dann möchte ich nach der Umfrage gerne quasi zum Schluss kommen. Wir haben noch 6 Minuten. Ich möchte Ihnen das Gezeigte einfach nochmal zusammenfassen und ein Stück weit technischer erklären, wie ein solches Performance-Support-System funktioniert. Und lassen Sie mich das anhand eines Kochrezeptes, im Stile eines Kochrezeptes machen. Welche Zutaten benötigen Sie denn, um ein Performance-Support-System in Ihrem Unternehmen zu betreiben? Ganz einfach, als erstes benötigen Sie natürlich mal Anwender. Und zwar Anwender, die einen ganz konkreten Bedarf haben. Und wir haben eben gesehen, dass es beispielsweise ein Handlungsbedarf sein kann oder aber auch ein Lernbedarf sein kann. Sie benötigen als wichtige Zutat auch Informationen. Also Sie brauchen natürlich Lerninhalte, handlungsunterstützende Inhalte, die Sie an den Anwender auch ausliefern können, die Sie dem Anwender bereitstellen können. Idealerweise sind die Informationen natürlich in einem Serversystem gespeichert und zwar auch in einer speziellen Art und Weise klassifiziert, sodass sie Performance Support tauglich sind. Und Sie brauchen zu guter Letzt noch eine Anwendung, die im Prinzip zwischen den beiden Polen steht, die zwischen den Anwendern und dem Server sozusagen steht und die Inhalte zielgerichtet ausliefert. Das ist der eben gesehene Quick Access. Lassen Sie mich das Ganze hier nochmal etwas schematischer darstellen und den Prozess erläutern, wie das Ganze vonstatten geht. Sie sehen hier die 3 Zutaten, links den Anwender, der ein konkretes Problem hat und rechts ein Serversystem, in dem Daten gespeichert sind. Der Anwender im konkreten Bedarfsfall, der startet dann den sogenannten Quick Access Client. Das ist eben die Anwendung, die die Schnittstelle bildet zwischen den beiden Polen. Und dieser Quick Access Client, der gibt die Anfrage jetzt erstmal weiter. Und zwar reichert er die Anfrage aber auch mit speziellen Informationen an, die überhaupt dazu führen, dass das Serversystem eine schlaue Antwort geben kann. Der Quick Access teilt nämlich dem Server mit, in welchem Kontext, also in welcher Zielanwendung sich der Anwender gerade befindet. Also nehmen wir an, der Mitarbeiter, der sich in Office weiterbilden möchte, öffnet Office, beispielsweise Microsoft Word, und diese Informationen, die liefert der Quick Access dann an das Serversystem, und das Serversystem liefert dann quasi die Daten zurück
die wirklich nur einen ganz konkreten Bezug zum Thema Microsoft Word oder wie hier in diesem Screenshot zum Thema SAP und einer speziellen SAP-Transaktion haben. So, aus dieser Trefferliste heraus kann der Anwender jetzt die Inhalte starten. Und wie wir eben gesehen haben, können das beispielsweise ganz konkret handlungsunterstützende Inhalte sein, wie hier beispielsweise eine Feldhilfe. Also das System liefert dann einfach nur eine Information zu einem speziellen SAP-Feld aus und ich weiß, okay, welchen Wert fülle ich dann hinterher als Anwender ein. Dieses System kann handlungsunterstützende interaktive Guides ausliefern, aber dann beispielsweise auch Inhalte, die dann eher einen Lerncharakter haben, wie beispielsweise hier Dokumente. Das sind dann Web-based Trainings oder Anleitungen, Standard Operation Procedures, sogenannte SOPs, die jemandem quasi in einer Dokumentform einen übergeordneten Prozess erklären. Sie können auch Prozessvisualisierung ausliefern beispielsweise oder komplette Kurse, mit denen man sich in ein spezielles Themenfeld einarbeiten kann. So, jetzt bin ich am Ende des Webinars für heute angekommen. Ich hoffe, dass Sie einen Eindruck mitnehmen können, welche Systeme sich in dem Lernumfeld tummeln, die Sie auch von TTS natürlich beziehen können, welchen Zweck diese Systeme jeweils haben. Ich hoffe, dass Sie einen Eindruck gewonnen haben, wie speziell ein Performance-Support-System aussieht und welche Funktionen und Anforderungen ein Performance-Support-System erfüllen muss. Und ich hoffe, Sie nehmen mit, dass wir bei TTS die Systeme nicht als monolithische, isolierte Systeme betrachten, sondern in Zukunft und auch heute schon dafür sorgen möchten, dass die Informationen zwischen diesen Systemen fließen. Denn nur so, denken wir, ist es überhaupt möglich, einen effizienten Wissenstransfer im Lernumfeld leisten zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.